So, Einweisung Drehmaschine, konventionell hier an unserer Praktika. In diesem Video möchte ich ganz gerne mit euch einen Absatz drehen von 12 mm. Dieser Absatz soll aber mit Vorschub gedreht werden und da wir dicht am Futter arbeiten, möchte ich ganz gerne dazu auch den Anschlag benutzen, den wir haben an unserer Maschine. Es gibt auch hier verschiedene Systeme vom Anschlag. Das heißt also, der Anschlag, der ist bei uns fest fixiert, der soll auch nicht verstellt werden. Und der soll dazu dienen, dass man mit dem Bettschlitten nicht direkt ins Futter reinfahren kann, sondern das ist eine kleine Sicherheit. Sollte der nicht richtig eingestellt sein, kann das trotzdem passieren. Und deswegen ist das hier immer bei Schülern ein ganz besonderes Risiko. Es gibt auch Maschinen, wo der Anschlag gesetzt wird und die Maschine hält an, so wie man gegen den Anschlag gegenfährt. Das ist hier leider nicht der Fall, aber wir müssen halt damit leben, was wir haben. So, ich habe jetzt den Bettschlitten, wie man hier das jetzt sehen kann, den habe ich jetzt gegen den Anschlag gegengefahren. Und wie man hier oben sehen kann, da ist die Schneide noch am Werkstück Nullpunkt. Das heißt also, da hatte ich ja vorher Plan gedreht. Die Skala habe ich jetzt auf Null gestellt, das zeige ich gleich auch nochmal. Wichtig ist, dass ihr als erstes einmal den Oberschlitten nach hinten fahrt, damit ihr auch genug Möglichkeiten habt, gleich zuzustellen. Das Werkstück ist plan gedreht und angekratzt und der Oberschlitten ist genullt. Nochmal Anschlag, Bettschlitten ist da dran, da verstelle ich jetzt erst einmal nichts mehr. Ich versetze jetzt die Kamera, damit man noch mal so ein bisschen mehr sieht, oder drehe die noch mal ein Stück rüber. Mal sehen, ob das jetzt so ein bisschen hinhaut. So, so ist das jetzt im Moment, glaube ich, besser. Das heißt also, ich ziehe jetzt aus dem Werkstück raus. Ich habe ja mit dem Querschlitten. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, da immer noch den Nullpunkt an dem Oberschlitten. Und da ich jetzt einen Absatz fahren möchte von 12 mm, mache ich jetzt die Zustellung am Oberschlitten. Noch einmal, Bettschlitten ist hier unten am Anschlag dran. Und jetzt stelle ich hier an der Skala, und zwar durch Drehen der Spindel von dem Oberschlitten, da stelle ich jetzt 12 mm zu. Wenn ich jetzt hier hinten dran drehe, einmal rum, dann bin ich bei 3 mm. Das heißt, ich muss viermal komplett rumdrehen. Einmal rum, zweimal rum, dreimal rum und noch einmal viermal rum. Jetzt habe ich also 12 mm zugestellt. Ja, noch einen kleinen Tick korrigieren. So, wenn ich mir jetzt nicht sicher bin als Schüler und da noch nicht, weil ich ja noch nicht so viel Erfahrung habe, dann könnte ich jetzt rein theoretisch auch von hier vorne Werkstückkante zum Werkzeugende messen. Hier unten bin ich immer noch gegen den Anschlag gegen. So, Licht ist wieder mal aus, machen wir wieder an. Jetzt wird an dem Oberschlitten nichts mehr verstellt, weil das sind meine 12 mm, die ich haben möchte. Ich simuliere das jetzt einmal. Ich fahre jetzt raus aus dem Werkstück. Ja. So. Und jetzt kann ich zustellen hier mit dem Querschlitten. Der Oberschlitten wird jetzt nicht mehr verstellt. Ich darf jetzt nur noch mit dem Bettschlitten und mit dem Querschlitten fahren. So. Ich kratze jetzt einmal an. Und schon könnt ihr nichts mehr sehen, ne? So, ich stelle die Kamera jetzt einmal etwas anders hin, damit ihr auch gucken könnt. Weil jetzt ist der Oberschlitten ja nicht mehr so interessant für euch. Aber den Anschlag solltet ihr sehen. Ich fahre jetzt aus dem Werkstück raus mit dem Bettschlitten und kann jetzt durch Einschalten des Vorschubs, der steht jetzt in Z-Achse, hinfahren und man sieht jetzt unten, dass er gleich gegen den Anschlag ist. Kurz vorm Anschlag schalte ich den Vorschub aus und drehe den Rest von Hand mit dem Bettschlitten. So,
Jetzt habe ich hier die ersten Längsdrehen gemacht. Stelle Millimeter weiter zu. Drehe mit dem Bettschlitten wieder etwas ran. Vorschub ein. Die Hand bleibt am Vorschub, am Hebel vom Vorschub und schalte rechtzeitig wieder raus. Die letzten 2-3 mm fahre ich wieder von Hand. Bettschlitten, wieder zurück, wieder zustellen am Querschlitten, Vorschub ein und kurz vorm Ende, bevor er gegen Anschlag fährt, wieder ausmachen. Prinzipiell gilt, dass man niemals gegen den Anschlag absichtlich fährt. Das ist nur eine Sicherheit. Ich stelle noch einmal zu, dann bin ich bei 5 mm. So, und mit der Hand immer gegen den Anschlag fahren, dann habe ich auch mein Maß von 12 mm. Ich stelle nochmal zu, Millimeter. So will ich das mal belassen. Ihr seht jetzt hier schon, ich habe jetzt 6 mm zugestellt, das heißt also 3 mm auf den Radius, 6 mm auf den Durchmesser. Und ihr seht hier, das sind jetzt hier diese 12 mm, die wir vorher am Oberschlitten eingestellt haben. Ich hoffe, man kann das so ganz gut sehen und erkennen. Wichtig ist noch einmal, dass ihr nicht absichtlich gegen den Anschlag fahrt. Das ist nur eine zusätzliche Sicherheit. Und wenn man dagegen fährt, nur manuell, niemals mit Vorschub, den Vorschub immer rechtzeitig ausschalten. Wichtig ist, dass ihr den Oberschlitten nicht verstellt. Den haben wir einmal das Maß eingestellt mit 12 mm und dann sollte das auch passen. So viel zum Längsdrehen. Damit habe ich jetzt auch so ziemlich alles erstmal hier so erklärt. Ich bedanke mich nochmal und bis dann. Tschüss.